jetzt die Kühe mit Silage versorgt. Ansonsten noch mit Heu und Stroh. Stroh zum Einstreu. Schauen wir mal, wie das hinkommt, ihnen reicht. Sieht ganz gut aus. So. Nehmen wir noch ein Heu dazu. Dreimal Heu dazu, dann haben wir auch schon Heu da. Die freuen sich. Starten. Mir mal ein Heulager aufbauen und ein Strohlager. Dann können wir Bremse reinmachen. Was noch besser wäre, werden wir uns mal wieder um Heu kümmern müssen. Die ist der Gelegenheit. Grünes Heu. Na ja gut, von der Farbe her, wenn das frisch ist, was grün tätsch, hellgrün, leicht verblasst. Heu und Silage ist genug, erstmal. Als nächstes können wir uns Stroh. Wenn man fest reingehen würde. Oder grün ist das. Früher ging das. Früher war das so lose. In dem Fall werden wir uns mal ein Strohlager besorgen. Wir haben auch Stroh im großen Lager. Das haben wir auch. Alle Freunde verkaufen. Das können wir auch noch mal.
auch noch mal Strom verkaufen. Wenn der Preis stimmt. Nehmen wir LKW, dann großen Anhänger und dann los. 1 Kraftwerk mit der Mischfabrik. Irgendwann mal die Fabrikplätze gibt. Und die Fabrik da funktioniert. Dann können wir das auch gleich da erholen. Aber noch Geduld, da bis wir die Contesta fertig haben, da dann wird das auch funktionieren. Das war schon richtig. So. Da hinten, wo Stroh ist. Zeit. Oh, wir haben noch Zeit gehabt. Hier müssen wir unseren Flug reparieren. Da hinten nicht. Stimmt schon vorbei. Hopp, da ist er. Unser Fan vielleicht auch noch. Gut, hat er wieder Strohkanner bis weit rein. Ich mache noch eine Stufe. Gearbeitet. Kontrolle. Ja, das sieht ganz gut aus. Wenderadius ist fast perfekt. Passt. Zeit 40. Naja, macht deine Arbeit. So. Was ist der Verkehrsfaktor? C. Nochmal Stroh. Das ist ja Wahnsinn. Ob da ein Stroh reingeht, normalerweise hat Blödsinn. Nehmen wir gleich zwei. Können wir nicht leicht noch mehr verkaufen.
dürfte reichen, ja. Drei Reiter mal. Müsste ich Gras, mich um Gras kümmern, oder? Ja, Stroh reicht. Wasser auch. Mischration kann man noch machen. Angefahren. Vielleicht wir Blechschaden. Ja, das ist ganz schön knapp. Ah, das muss reichen. LKW. Saatgut. So, mal wieder Futter mischen. Hoi, hoi, hoi. Einmal Heu bitte. Drin jetzt noch die Taschen holen. Ersten gleich zwei. Zwei wollte ich haben. Zwei, zwei, ja. So, gell. So, wie das. Wird immer schwer sein. Also der Flügel braucht noch ein bisschen. Unser Flugmeister. Also ich mehr Antrag beim Gras. Das sieht gut aus. Naja, einmal kann ich noch. Ach nee, da gehen wir rein. Das ist ja nicht normal. Da muss ich lose machen, das ist alles nichts. Das ist ja hier. Silagen lose machen. Heu kann ich auch lose machen.
nur eine Station machen, würde es reichen. Rein theoretisch. Okay, Gras brauchen wir nicht unbedingt. So, jetzt schauen wir mal um unseren Strohverkauf. Ein bisschen mal einstellen, dann kann man schneller fahren. Jetzt haben wir über, können wir ein bisschen höher machen. 14, rückwärts. Aber das Flügen geht voran. Auch langsam, aber es geht. So, LKW. Wie sagt eigentlich unser Strohpreis aus? Strohpreis ist mit dann wichtig, dass sich dann auch lohnt. Wenn das nicht lohnt, ist ja Quatsch. Oh, Heizkraftwerk, 127. Das lohnt sich. Haha. So. Werden wir gleich einen Kurs einfahren. Vielleicht beeilen, gutes Geld. Machen wir mal Strom. Seid. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo. Ansonsten hört man sich ganz gerne nächste Folge. Und nochmal danke an alle, die mich da so freundlich unterstützen. Ciao, Ende.